Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, ich finde das auch. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich finde, dass Papst Francisco das am besten zugespitzt hat, als er gesagt hat, es gibt für diese Situation und diese Katastrophe nur ein Wort. Und dieses Wort heißt Schande. Es ist die Schande der Europäischen Union. Lampedusa steht mit dieser erneuten Katastrophe für das, was wir alle seit langem wissen. Das Mittelmeer ist ein Massengrab, in dem viel zu viele Menschen seit viel zu langer Zeit in aussichtsloser Situation ums Leben kommen. Und es ist das Ergebnis einer Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, die auf Abschottung und auf Abschreckung ausgerichtet ist. Und ich finde, dass der Papst noch einmal mehr Recht bekommen hat, als gestern die Innenminister der Europäischen Union beschlossen haben, dass sich an den Grundlinien der europäischen Flüchtlingspolitik nichts ändern wird. Ich finde das völlig inakzeptabel, und diese Debatte muss dazu führen, dass das Parlament im Oktober noch einen Vorschlag macht, was sich ändern muss. Dass in Zukunft alle, ja, egal ob Angehörige von Frontex mit Instrumenten von Eurosur, Marine, Schifffahrt, zivil, militärisch, dass die das als Pflicht ansehen müssen, Menschen auf dem Mittelmeer zu retten, ja, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu retten. Das ist doch verrückt, dass wir das heute betonen müssen, nachdem wir so und so viele Katastrophen erlebt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Asylgesetzgebung, die es gibt, nach den Regeln, die wir haben, in allen Ländern der Europäischen Union umgesetzt wird, auch in Italien, auch in Griechenland. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Länder der Europäischen Union ihren Anteil übernehmen. Die Rechenexempel, die Zahlen, die in den letzten Tagen da kursiert sind, die sind ja keine Entschuldigung dafür, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Insbesondere deshalb nicht, weil wir ja gar keine legale Zuwanderung von diesen Menschen nach Europa konsequent ermöglichen. Und lassen Sie mich, weil es die Zahlen ja so oft gegeben hat in den letzten Tagen, über andere Zahlen reden. Ja, es sind fast 50 Millionen Menschen auf der Welt auf der Flucht. Flüchtlingslager, ja, in Uganda müssen mit 500.000 bis einer Million Menschen umgehen, seit langer Zeit. Es gibt wachsende Probleme mit Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen müssen, wegen Verfolgung, wegen Armut, wegen Klimawandel. Und wir zanken uns darum, wie viele tausend Menschen wir in den reichen Ländern Europas in unsere Verantwortung, in unsere Obhut nehmen müssen. Wenn das so weitergeht, ja, dann wünsche ich mir, dass der Papst ganz anders auftritt, insbesondere gegenüber den Politikern und den Parteien in Europa, die das Wort christlich in ihrem Titel führen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.